Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir da drüben ja aufgehört. Da machen wir jetzt auch gleich weiter. Und ich lasse gerade schon mal wieder Aluminium durchlaufen, denn wir werden auf jeden Fall demnächst sehr viele von den großen Zellen brauchen. Und die habe ich jetzt schon mal, ja, die ersten 16 im Gebrauch. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir das alles soweit mal vorbereiten. So, ich habe ja für mich ich hätte jetzt für mich selber gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier hin und baue mal hier den Battery Buffer ein. So, jetzt brauche ich natürlich noch das Kabel. Ich würde vergessen. Soll es auch anders sein. Beziehungsweise, haha, das habe ich noch gar nicht gemacht. Oder? Nein. Red Alloy. Hätte ich mal gesagt, dann machen wir das erstmal als allererstes. Und mehr gibt es erstmal nicht. Das ist dann 6. Ich hoffe, dass das reicht. Wenn ich so mangeln muss, muss ich sonst da rein. Die Circuits haben wir mittlerweile auch fertig. Nehmen wir mal raus. Toll. Und haben diese Quest dann somit auch abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir die jetzt dann gleich als nächstes dann noch brauchen. Weil das kann ich nämlich nicht erst anfangen aufzubauen, wenn ich sozusagen das Chemiewerk anfangen. So, kann ich dich ummanteln? Nö. Silicon Rubber. Ah, was waren das? Hefe und unrelated copper wire. Unrelated copper. Mal. Jawohl. Dahin, du dahin. Was du gedreht. Dahin. Und hier brauche ich 9. Wie geht's eigentlich mal im Strom? Nicht so gut. Bin auch momentan nicht mehr dabei, hier sozusagen neu nachzufüllen. Beziehungsweise doch, das werde ich jetzt gleich machen und ich brauche 12.000. Also, wir warten mal kurz inne. 16 Stück. Wie geht's eigentlich im Strom? Voll, voll, passt. Eigentlich super gelaufen. Okay.
Und nochmal gleich wie das nächste Alu. Wie gesagt, ich sollte mir ein paar Zellen auf Vorrat jetzt bauen, weil ich will nicht, ja, vor allem, das geht ja noch, der da oben. Von der. Von der Weite her. Aber ich habe noch andere Ölquellen, die sind ein bisschen weiter. Da rein. Das wird nämlich unser Mobile, wenn wir aufbauen. Sozusagen Oxygen, Nitrogen und Oxy, Hydro und Nitro, genau, die drei. In einer Schleife aufzubauen. Das heißt also, ich brauche Strom und irgendwas, was ich unendlich viel habe. In dem Beispiel wäre es Wasser. Im anderen Beispiel wäre es Luft. Genau. Und das müssen wir halt dann in einen Kreislauf schieben. Und das ist das, was wir jetzt auch noch demnächst vorhaben. Aber das werde ich nicht in LV aufbauen, sondern in, richtig, MV. Weil dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Und wenn die Tanks voll sind, sind sie voll. Einziges Problem, was ich vielleicht irgendwann haben kann, ist Oxy und Hydrogen. Klar, weil Oxygen kriege ich ja mehrfach. Kann es dann passieren, dass ich vielleicht zwei Tanks aufbauen muss. Werden wir aber sehen. Wie gesagt, unterirdisch wird nur das Kabel verlegt, das ich woanders ja brauche. Also das heißt, wenn ich jetzt Wasser produziere da und ich brauche es da hinten, dann läuft dann eine Wasserlinie entlang. Wenn ich jetzt aber da Hydrogen und so weiter brauche, dann wird auch da oben ein Kabel verlegt. Okay. So, der ist ja schon fleißig dabei. Wie schaut's aus? Ja, Batterien haben ein bisschen was. Und da sind nur vier am Laufen. Ich glaube, die denen hätten gar nichts, wenn ich das mit ja. Mit 8 am Laufen hätte. Dass die nicht mal jucken. So. Dahin und du dahin. Sind auf jeden Fall mal 2. Jetzt brauche ich noch Silberringe. Werwölfe. Earring. Ich dachte, nehmen wir gleich 5. Ja, ist wurscht. Nämlich 5 mit. Ring Shape. Hätte ich vielleicht auch mitnehmen sollen. Du rein, du rein. Und jetzt noch. So, dann heißt es jetzt, habe ich dann schon mal. Liter, wo ich transportiere. Ja, okay. Wenn ich halt 4000 Liter oder 4 Millionen Liter da drin habe, dann ist es halt sehr viel. So, da gehen wir jetzt gleich mal hin zum Ölturm. Wie man sieht, ist er voll. So, haben wir ein bisschen was.
Und wieder ab zur Werkstatt. Dann heißt es, die eine Zelle schmeißen wir jetzt gleich da rein. Dann haben wir nämlich die 12.000. Dann ist die nämlich auch schon mal da beim Durchlaufen. Dann hat der auch gleich was. Dann kann ich den nämlich auch abbauen. So, bis dahin müsste jetzt der auch meine Gabel gemacht haben. Jetzt dann Alloy Wire. Okay. Meinen vierten, weil ich aber jetzt noch nicht brauchen können. Okay, so, kann ich ja noch da rein, da die Wand noch nicht zu ist. ...20.000 haben wir schon drin. So, wir fangen. Ich bin gerade beim Überlegen. Wäre ja eigentlich blödsinnig. Wäre ja eigentlich wirklich ein Blödsinn, ne? Wenn ich jetzt hingehe, den und den da hinten als allererstes baue. Wenn ich dahin hab und dahin muss. Okay, ich muss auch darüber, aber das ist eigentlich scheißegal. So, dann heißt es jetzt, du kommst da rein. Du kommst da rein. So, jetzt heißt es schon mal auf jeden Fall, dass da würde schon mal laufen. Dann heißt es, du kommst drauf, drauf und drauf. Und wenn der drüben fertig ist, haben wir schon mal vier. Dann heißt es jetzt aber auch, ich muss auch noch mal hier runter. Ich muss hier runter. Hier runter. Und hier runter. Das machen wir auch gleich hier noch. Und da müssen wir jetzt dann sozusagen das Öl nach oben verfrachten. Okay, das heißt jetzt aber, okay, das war dann falsch, das ist dann der hier. Ich muss jetzt erstmal alles hier unten soweit schon mal aufreißen, dass ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Das. Muss ich noch nach vorne.
das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt hier runter. Jetzt stellen wir mal auf die große Schaufel um. Wir schaufeln mal alles weg. Machen wir das gleich bei beiden. Weg. Perfekt. Einfach mal ein bisschen fackeln. Für mich wird es ja auf jeden Fall so sein, ich brauche noch eine Decke, ne? Die haben wir auf jeden Fall. Und dann hätte ich gesagt, okay, ja, dann muss ich nochmal schaufeln. Aber jetzt das auch. Heißt, so weit bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Es ist nur für mich die Frage, mache ich jetzt diese Decke hier weg und mache da eine Ding drüber, also eine Steindecke für mich, dass ich weiß, okay, alles klar, Bodendecke. Oder ich habe hier nochmal einen Zwischenraum, das, weil es mir irgendwas hier ausgehen sollte, habe ich immer noch was. Aber dann ist halt mein Raum nur 3 hoch. Das ist schon ein bisschen arschknapp, ne? Drei hoch. Wie gesagt, da mache ich lieber die Decke da weg. Dann gefällt mir das schon mal so besser. Weil hier kommt, hier muss ich das zum Beispiel schon mal lassen, weil da bin ich schon wieder außen. Aber ich muss auf jeden Fall da was draufsetzen. Und da kommt das drauf. Das bleibt. Eigentlich bräuchte ich hier überhaupt keine andere Decke, weil das ist dieselbe. Also das könnte ich 1:1 lassen. Könnte. Nur. Gefallen tut es mir noch nicht. Ich hoffe, du machst rechts und nicht links. So, dann schauen wir mal jetzt, wie weit das der da drüben ist, weil wenn der nämlich durch ist, dann kann ich mir jetzt schon mal die 2 Gerätschaften noch holen. Und ich muss mir auf jeden Fall auch noch Pipes bauen. Bauen, nicht pauen. Pipe. Heißt es Steel Standpipe. Danke. So, Tiny hat 800 Liter. Das ist mir eigentlich zu wenig. 1600 Liter. Wobei 800 Liter müsste eigentlich komplett reichen. Ja. Reicht. Okay. Wir haben ja schon mal noch eine Pumpe. Ich bin jetzt nur 640 Liter. Ich bräuchte einen Motor. Und jetzt. So, dann
brauche ich dich und dich. Einmal Rod zerstören hin. Auch da also nicht Damaskus. Danke. Dann da rein. Ich hoffe, dass ich den Kupronickelweiher drüben habe. Einen Motor. Auch einen Bronzerotor. Habe ich natürlich vergessen. Sonst noch was? Nein, ja, alles andere habe ich. Muss ich auch mal irgendwann demnächst mehr machen, aber ja, das sollte meine Erzverarbeitung definitiv etwas besser laufen. Die große laufen. Eigentlich, wenn es darum geht, dass ich bei Stainless Steel HV-mäßig sofort was baue, müsste ich ja eigentlich als allererstes einen Assembler bauen, damit ich mir endlich mein World Anchor bauen kann. Weil der wird nämlich auch noch wichtig. So, jetzt haben wir noch eine Pumpe. Die macht jetzt mal 2560 Liter in der Sekunde. Eigentlich schon fast übertrieben. Aber ich werde sie brauchen. Ne, das ist übertrieben. Da werde ich doch die kleine erst noch reinhängen. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall mal Stahl. Ich hätte mal gesagt, ich nehme jetzt 16 Stück. Und lasse jetzt Tiny durchlaufen. Das nenne ich mal einen Affenzahn. So, jetzt haben wir 32 mit 800 Liter pro Sekunde. So, dann kommt der weg. Der ist auch sauber aufgeräumt. Und wir müssten jetzt eigentlich alles haben. Sag mal am Anfang, klar, am Anfang wird es ein bisschen wenig sein. Aber ich vermute, ja okay, wenn aber irgendwann hier alle stehen, ne, könnte es doch ein bisschen knapp sein. Aber dann kann ich ja die Pipes immer noch austauschen. So, du bist die Basic Distillery. Perfekt. Und jetzt kommt da überall der Zweier Circuit rein. Dann haben wir schon mal wieder Platz. Dann geht's nach unten. Muss ich hoffen. Ich habe natürlich keinen Stein mitgenommen. Warum sollte ich auch? Ach Mist. Und die Pumpe habe ich auch vergessen. Dann hätte ich gesagt, dann gehen wir gleich ins Lager. Ich brauche bitte... Dankeschön. Dann geht's ab nach vorne. Bin wirklich gespannt, wann das Glas fertig ist. Aber ich schätze mal, wenn ich den Arc Furnace baue für MV, den haben wir auch noch vor uns. So, habe ich genügend Platz? Ich habe mal da eine Zinnkabel einstecken, das brauche ich nicht. Und Rubber Sheets war nicht.
Jetzt mal, das erste, was ich jetzt dann brauche, sind TIM-Kabel. Das zweite, was ich dann brauche, sind Rubber Sheets. Aber ich habe gesagt, mir reicht erstmal die Pumpe. Es ist, bis ich da dickeres Kabel brauche. Also, kann natürlich auch sein, dass das ich nie brauche. Es kann auch sein, dass das ganz schnell kommt, dass ich es brauche. Jetzt brauche ich mal eine Schüssel. Dann machen wir bitte den da draus. Okay. Das sind ja doch vier. Ich kann wieder mal nicht erzählen, ich merke schon. Ach, mehr hatte ich nicht. So, dann gib mir mal den da. Ja, das ist gerade nur ein bisschen doof. Wenn ich da auch noch jetzt das hab. So, okay. Ich schaff's nicht. Ich bin zu klein. Ich bin zu kurz. So, dann habe ich schon mal das. Bin ich nur gerade beim Überlegen. Moment. Mache ich jetzt hier dann schon mal eine Wand rein? Ja, eigentlich schon. Brauche ich jetzt bitte nochmal die Schüssel. Und mach mal du bitte da draus die Small Stone Bricks. Danke. Okay. Aber dann mit der Hand setzen. Das haben wir nicht geschafft, ja. Ja, jetzt muss ich nur gerade grübel und studiere. Ich muss ja hier auf jeden Fall raus. Brauche ich mal eine Wrench. Füllen auf, ja, das macht er. Solange ich ihn sehe, ist es mir wurscht. Da habe ich das Problem. Den oberen sehe ich. Muss ich aber trotzdem von oben aus machen. Sonst habe ich ein Problem. Genau, und jetzt muss ich nämlich runterhüpfen. Solange da nichts irgendwas mit einer roten Schrift dort steht, ist mir alles wurscht. Müsste ich hier nämlich schnell zuklatschen.
Mehr mache ich erstmal auch nicht. Dahin und dahin. Dann heißt es jetzt für mich setzen. 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 Soll ja nichts reinfließen. Gut, haben wir das auch? Es kann auch nicht funktionieren. Hat einen Grund. Aber wir müssen das dann noch machen. Auf der Seite müssen wir das da machen. Aber sind hier meine 1000 Öl drin? Hier meine 1000 Öl drin. Dann ab nach unten. Wir müssen noch das restliche Kabel verlegen. So, und ich muss jetzt da drauf drücken und verbinden. Perfekt. Und wir haben komplett die Pipe fertig für das Öl. So, nur noch 106,4 Liter drin. Ja, okay, stimmt schon. Das sind ja nur 800 Liter da drin. So, jetzt muss ich nur dran denken. Da muss ich es nämlich jetzt genau umgekehrt machen. Das heißt, jetzt kommen wir jetzt hier raus. Ja, dann muss ich es da machen. Ja. Der war mit der Affen denn geil. Okay. Auch noch hin. Okay. Ja. Machen wir schon mal das. Selbe Spiel auch hier. Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese kleinen Tiny Dinger da nicht reichen. Aber ist so. Alles klar. Also so, wir haben jetzt auf jeden Fall. Wir könnten jetzt schon mal sozusagen das Öl, wenn jetzt hier Strom dran wäre, könnten wir jetzt schon mal das Öl sozusagen in das andere umwandeln. Ich sehe von hier oben, wenn ich auf den Tank, kann ich zulaufen und sehe, wie viel das da drin ist. Irgendwann kommt hier noch vielleicht eine Anzeige hin und oben drüber in den Büroraum. Und das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall auch nochmal was. So. Dann machen wir das jetzt gleich mal anders. Und hier wandeln wir mal jetzt gleich nochmal den Boden um.
Ah, ich bin nur gerade beim Überlegen. Nein, das ist Schwachsinn hier. Das ist Schwachsinn. Weil, wenn ich den nämlich so hinbaue, dann kriege ich weder Kabel noch sonst irgendwas hoch. Auch wenn ich jetzt nur einen bräuchte, aber ich habe ja also einer von den Türmen hier. Einer. Also wenn da mal 8 Stück dranhängen, werden ein Chemical durchgehend am Laufen lassen, dass der Fuel produziert. Ja, wir gehen nur mal rein. Fuel. Bam. Das ist GT++, ein Aquada, Biofuel, Sulfuric Light Fuel. Light Fuel. Light Fuel. Ah, der Light Fuel müsste jetzt der sein. Genau. Der 305.000 EU herstellt. So, und dieses Light Fuel kann ich jetzt zu Diesel machen, indem dass ich Heavy Fuel herstelle. Und Heavy Fuel stelle ich ja her, indem dass ich in eine Distillery. Sulfuric Heavy Fuel. Okay, macht der auch. Ist 8000 Liter Sulfuric Heavy Fuel, macht der Heavy Fuel. Ah, okay. Und Hydrogen braucht er. Sulfuric Heavy Fuel. Aus Leichtöl, aus Öl. Aus Leichtöl würde er 5 Liter machen. Aus Öl würde er 15 Liter machen. Aus Rohöl müsste 15 Liter machen. Und aus Heavy Oil macht er 125 Liter. Genau, das ist Raum Nummer 2. Den wollen wir auch noch haben. Und zwar, der kommt hier hinten dran. Ja, genau. Dreh ich mal um. Der kommt hier hin. Denn da wird dann sozusagen das Ölerz erstmal komplett platt gemacht. Und da bekommen wir Heavy Oil raus. Und aus dem Heavy Öl, habt ihr gesehen, kommt ja mehr raus. An diesen Cracked, und das kann man dann umwandeln, und das kann man dann weiter zu Diesel verarbeiten. Und das wird alles eben in diesem Raum passieren. Der wird vielleicht nicht gerade groß, aber für das, was man halt braucht. So, das heißt auf jeden Fall, ich brauche einmal. Ja, mache ich jetzt das auch mit zu Türmen? Dann ist sogar der hier Blödsinn. Aber wir machen wieder Trick 17, da brauchen wir nicht die ganzen Steine herholen. Dich, dich, dich. Also das heißt jetzt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. So könnte ich so halbhohe Tower machen. Oder ich mache links und rechts ein. Momentan habe ich, werde ich so machen. Dass ich sage, alles klar, ich habe dann unten drunter meinen Battery Buffer. Der verteilt es sozusagen an die Maschinen hier. Machen wir mal bitte da draußen nochmal Gehwege. Und auch mal weg, dann machen wir auch einen Gehweg.
Perfekt, da kommt dann auch noch ein Gehweg hin, das heißt, ich kann auch von da drüben aus reinlaufen. Ich bin nur gerade beim Überlegen, mache ich da einen Dreierweg rein? Aber wir haben jetzt hier einen Neuner. Wenn ich jetzt hier. Ah, ne. Der ist falsch. Falsch. Der Cut. Das ist so. Jetzt ist es richtig. So, das heißt also, ich komme hier rein. Dann habe ich hier meine Maschine. Und hier meine Maschine. Also hier zwei, hier zwei. Und dann so viel, wie man halt braucht. Und wenn ich halt merke, okay, geht nicht, ich brauche doch mehr, kann ich es ja nach oben machen. Kann ich auch das Fenster wieder verkleinern. Ist halt nur ein Zweierfenster drin oder ein Vierer. So, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell rüber und holen uns mal schnell die Maschine dafür. Mein Problem ist jetzt nur, ich brauche noch ein Kabel. Ha, das müsste ja mittlerweile fertig sein. Gemacht habe ich es ja. Achtfach. Dum, 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 dum. Das heißt, muss ich aufräumen. Das wird auf jeden Fall auch witzig. Da muss ich auch noch dran denken, dass ich das auch noch machen muss. Haha. Chemical Reactor. Mein Problem ist ja, ich brauche Hydrogenzellen. Die muss ich da auch noch reinlaufen lassen. Machen wir jetzt alles sauber auf. Habe Hydrogenzellen. Die sauber laufen müssen. Habe ich leere Zellen und ich habe volle Zellen. So, das heißt jetzt erst einmal, ich gehe hier nach unten. Dann brauche ich meine Schaufel. Alles sauber weg. Dahin und wieder weg. Sollte mal aufpassen. Ich habe hier schon rote Kreuze. Möchte ja eigentlich nicht irgendwelche Viecher rumrennen haben. Da gucke, was mich da besucht. Auf einmal steht da so ein Explosionscreeper neben mir. Wie mache ich das jetzt? Komme ich jetzt hier mit dem. Ich muss nochmal laufen. Wird, wo ich hin muss. So, ich habe auf jeden Fall, wir machen mal schnell das Ding. Ich habe auf jeden Fall einmal, es kommen Hydrogenzellen. Sagen wir mal, die kommen von da. Dann habe ich die normalen Zellen, die gehen da, oder die Zellen gehen woanders hin. Problem ist nur, ich muss dem irgendwie verklickern, dass er mir die vollen nach A und die leeren nach B bringen muss. Vielleicht mache ich das, indem ich eine kleine Kiste davor schalte und Ender.io benutze für die kurze Strecke.
So, und dann habe ich natürlich noch. Verdammt. Ich kann es nicht sehr hoch machen. Kann es wirklich nicht sehr hoch machen, weil sonst, ich komme von unten. Das heißt, ich mache jetzt mal den da und setze das mal dahin. Ich komme jetzt dann sozusagen von unten mit dem Strom oder von. Muss ich gewaltig aufpassen. Eigentlich gehört da die Maschine hin. Nein. Ich brauche mal einen Wirecutter. Muss wirklich von unten mit dem Strom kommen. Ich mal schnell weg. Bis wenigstens aufgeräumt. Heißt, ich komme wirklich hier mit dem Strom. Habe ich hier meinen Chemical Reactor. Und ich habe meinen Circuit Nummer 4. Heißt ja, ich komme jetzt dann von hier hinten und gebe hier Öl ab. Also über oder dieses Cracked Light Fuel oder wie das wieder heißt. Das kommt dann von hinten rein, geht in die Maschine. Entweder ich muss mir jetzt das anschauen, wie das funktioniert mit den Doppelkabel, also mit den Doppelrohren, weil ich bräuchte jetzt eins, wo ich sage, okay, ich komme jetzt von da aus, also von da aus mit einem Cracked. Oder mit, und gehe ja sozusagen mit dem Light Fuel wieder weg. Also entweder ich mache so, dass ich sage, okay, ich habe hier oben meinen Ausgang. Könnte ich aber auch machen. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Ausgang. Ich teile den auf. Ne, ich brauche ja nicht Höhe. Und gehe mit meinen Item Pipes dann hier runter. Habe ich hier sogar frei. Das heißt, wir brauchen jetzt das, da kommt ja die Mauer hin. Können hier Steine einstecken? Ja, das heißt, entweder setze ich hier eine Kiste drauf, da kommen die Pipes rein. Da könnte ich ja mit Ender.io hingehen und sagen, okay, Ender.io, du packst mir eine Kiste, kann ich da nicht draufsetzen. Heißen Conduits, glaube ich, ne? Und zwar Item Conduit. Dafür brauche ich ein Pulsating Iron. Mache ich ein Blast Furnace. Willst du mich verarschen? Genau, das war Enderpearl Powder, Redstone Alloy Dust und das da. Wie viel kriege ich denn dafür? Ich glaube, ich kriege nur aus einer Platte und Ding eine raus, ne? Ja, das ist nämlich jetzt mein Problem. Ich bin gerade leicht frustriert, dass GregTech keine Filterung hat.
Und falls jemand eine Filterung kennt von GregTech, bitte reinschreiben. Den mich wahnsinnig freuen, weil dann kann ich das mal machen. Aber wie gesagt, ich muss ja hier rein und raus. Also hier oben. Habe ich hier schon mal die Pumpe? Auch nicht mehr, danke. Okay, ich könnte es noch anders regeln, weil ich ja noch links und rechts frei hätte. Aber wie gesagt, ich müsste jetzt ihn ja davon überreden, dass er mir nach rechts, er müsste mir jetzt nach rechts sozusagen diese eine Zelle da geben. Also die volle. Und auf die andere Seite. Ne, es sind ja beides. Es sind ja beides volle Zellen, ne? Der legt ja da keine Flüssigkeit ab. Sondern der legt ja. Der legt ja einmal Hydrogensulfid ab. Gas, Heavy Fuel, Gas, Light Fuel. Was du für genau, das da. Hydrogenzelle geht rein. Genau, und dann habe ich eine Empty und eine Hydrogensulfidzelle. Die Empty müsste sozusagen zu A und die Hydrogensulfidzelle muss zu B. Und das muss ich hinkriegen. Ja, da werde ich mir was überlegen, denn die Zeit ist schon wieder rum. Wahnsinn, wir sind jetzt sozusagen in der dritten Folge und haben da drüben immer noch nicht alles fertig. Aber wie gesagt, ist auch ein wenig komplexer. Das wird jetzt öfters vorkommen, dass wir so komplexere Sachen haben. Das ist ja das, was mir gefällt. Ne? Jetzt zu grübeln, wie ich das auf minimalsten Raum vernünftig hinkriege. Das werden wir schaffen. Da habe ich absolut keine Bedenken. Tun wir. Ja, dann habt ihr auch wieder zwei Videos zur Auswahl, beziehungsweise einmal die komplette Playlist vom GT New Horizon, könnt ihr euch von vorne angucken, oder natürlich auch ein vorgeschlagenes Video. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.